Speichern. Vinnie Cognetti, wie schön, dich zu treffen. Payne, verdammter Schwuchtel! Ich wusste vom ersten Tag an, dass mit dir was nicht stimmt. Was glaubst du, was du da tust? Du bist ein verdammter Cop. Du kannst hier nicht einfach reinkommen und mit der Kanone herumfuchteln wie sonst was. Oh mein Gott! Oh Gott, du hast mich getroffen! Du bist tot, Payne! Worauf zum Teufel wartet ihr Affen noch? Macht ihn fertig! Macht ihn fertig! Mit Vergnügen, Boss! Cognetti Flo. Jupp, ich würde sagen, richtige Knarre gehabt. Auf Cognettis Schreibtisch lag ein zerknüllter Brief. Aber hier ist doch Cognetti gar nicht lang. Wer ist denn hier raus? Schrottflinte? Nicht. Was hat er für eine schöne Wohnung in dieser Drecksbuchte? Der Brief war an Don Punchinello adressiert, aber Vinnie hatte nicht die Nerven, ihn zu beenden. Jack ist vollkommen durchgedreht. Neulich Nacht hat der Dino erschossen, bloß weil er sehen wollte, wie sein Gehirn auf der Wand aussehen würde. Er ist ein tollwütiger Hund. Und uns gehen die Leute und die Geschäfte aus. Cognetti hatte in Todesangst vor seinem Boss gelebt. Jack Lupino war ein Psychopath. Oh Mann. Wir nehmen mal... Also, er ist doch eigentlich... Wir kommen nicht mehr zurück, ja, gibt es da einen Weg. Das ist eigentlich, im Video ist er doch woanders lang. Vinnie Cognetti rannte davon, voller Angst. Er konnte rennen, aber mit einer Kugel in seinem Magen lief ihm die Zeit genauso davon wie sein Leben. Er wusste, wo sein Boss war und ich hatte mit Jack Lupino eine kleine Richtung zu begleichen. Cognetti würde schnell vorankommen. Ich weiß nicht, wie es bei Engeln ist, aber den Menschen verleiht Angst Flügel. Hier so lang. Ne, lauf schon. Ja, genau so machen wir das, Max. Ah ja, komm schon. Cognetti hatte eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Um ihn zu kriegen, musste ich ihm folgen. Ups. Ja, ich soll jetzt auch auf den Zug springen, oder was? Ja, ach komm. Bin ich denn ja ernst, oder? Hä? Ich soll auf den Zug springen, oder was? Ach komm schon! Ist doch kacke sowas. Ja, Kapitel 7. Brutale Polizeimethoden. Das war meine zweite Zugfahrt in dieser Nacht. Es versprach nicht unbedingt besser zu werden als beim ersten Mal. Eiskalter Wind blies mir ins Gesicht wie 1000 Rasierklingen. Eis, hart und glatt unter meinen Händen und Füßen. Und irgendwo in der Ferne das Heulen der Sirenen. Die Stadt schrie nach mir. Was für geniale Prologe. Wassertürme mit dunklen Dächern und ein Wetterfall von Antennen und Schornsteinen. Alles verschwand. Als der Zug langsamer wurde, machte Cognetti den ersten Schritt. Ah ja, komm! Das mit einem Bauchschuss. Ja, bei uns sieht das natürlich viel gekonnt aus. Du entwischt uns nie, mein Freund. Ja.
woanders lang? Nee. Wieso hat er hier Verstärkung? Muss man schön aufpassen. Schwung holen. Speichern. Ach, komm schon, ey. Ja, Kollege, wenn wir die Treppen steigen, müssen wir nochmal üben. Ja, geht doch. So, ach hier. Da lang. Ah, keine Zeit für euch. Sorry, Kollegen, keine Zeit dafür. Ah, will die Kisten. Hey, er kommt die Treppe herunter. Erschießt den Bastard. Okay, Boss, wird erledigt. Kein Problem. Okay. Das denkt ihr euch. So viel zum Thema, kein Problem, Kollegen. Ich will trotzdem die Kisten kaputt machen. Ist die voll Blut oder ist die rot? Umgehauen haben wir damit eigentlich keinen, also wieder mich erinnern würde. Painkiller sind alle. Oh, hier muss er sich abstützen. Das heißt, er wird langsamer. Weil Kühe. Wir sind aber schon im ersten Stock. Dann geht's weiter. Geht die Tür. Pinkeler, Pinkeler, Pinkeler. Aufwind. Jo, Kollegen, habt ihr euch so gedacht? Da unten liegt der Diegel. Komm ich da ran? Hä? Bin hier? Nee. Nee. Hä? Da kommt, muss ich da irgendwie rankommen. Scheiße. Am Weg raus? Ne. Muss an die Diegel da unten. Speichern hier. Hä, wie komme ich an die Diegel? Liegt noch was? Was eine fiese Hackfresse, ey. Meine Güte, was eine Hackfresse. Noch nicht. Ich will. Hey, wie komme ich denn an die Liege dort? Es war doch noch einer, oder? Ach,
Komm schon. Also 4 Schuss für die Diegel. Oh, neue Munition. Hm, große Kiste? Das ist 2 oder sind das große? Oh, geht gar nicht kaputt. Gut, für die ist voll, aber wir nehmen trotzdem erstmal die Diegel. Und wir können Painkiller gebrauchen, ganz dringend. Sogar sehr dringend. Ach, guck mal. Geht doch, Arschloch. Straße kann man nicht. Müssen bestimmt hier hoch. Hier unten was? Okay. Ich weiß nicht, was die hier vorhaben. Mit dem netten Herrn Kollegen in der Kiste da. Okay, wir können einen Fahrstuhl nehmen und hochlaufen. Ich bin mal für hochlaufen. Ich bin für einen Fahrstuhl. Von Anfang an. Und den haben wir ja erwischt gehabt. Wir haben uns jetzt wahrscheinlich zum Verhängnis geworden, wenn wir im Fahrstuhl gefahren wären. So. So, und der, haha, der war uns natürlich der da oben auf uns geschossen. War gut, dass wir die beiden zuerst erwischt haben. Hab ihn erwischt. Hast du gar nicht? Doch, hast du. Scheiße! Ach, komm schon. Ah, Mann. Ja. Zack. Achso, Fahrstuhl fahren. Fahrstuhl! Danger, Explosives, you. Speicher mal im Fahrstuhl. Los! Wir können eigentlich hier oben speichern. Na, brauchen wir nicht. Fahrstuhl fahren, wenn wir wieder sterben. Hä? What the fuck? Seid ihr bescheuert oder so? Alter, die haben deinen Schuss nicht gehört. American's Avenger for the payback time. Oh, krass. Was ist hier? A bit closer to heaven. Das sind doch die Aktien, die gestohlen haben. In der Firma. Boah, krass, ja, ganz dringend. Ich weiß immer noch nicht, wie wir an die Diegel kommen. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal durchkommen. Nochmal vorbeikommen. Sind wir hier? Captain Baseball Bat. He's back, he's mean, and he's got the bat. Ah, komm schon.
Bling. Hübsche Party. Darf ich mitmachen? Nur das kaputt machen. So. Wir müssen das Zeug vernichten. Bevor es auf der Straße landet, das ist unsere Pflicht. Immerhin hat dieses Gelumbe unsere Familie. Oh, ich sehe gerade was. Muss mal laden. Ah, ich habe gespeichert, neben die tot waren. Oh. Oh, mit Schaden genommen beim Runterspringen? Oh gut, ein paar Painkiller. Och, wie doof. Scheiße, kaputt machen. Ah, das Zeug darf nicht auf der Straße landen. So, achso. Dann nochmal die Baseball-Bat. Speichern. Aha, das ist die Tür, wo kann ich reingekommen sind. Walküre. Okay, hier ist er lang. Wieso ist er tot? Was ist denn? Der hat eine Gardine. Ich kann ihn hören. Bereit? Zielt mit den Kanonen auf die Tür. Okay, das war's dann. Jeden Augenblick kommt Payne mit der Kanone durch diese Tür. Entweder er oder wir. Ich würde sagen, ihr. Wir stehen kurz vor seiner Verhaftung. Ich gebe dann eine komplette Stellungnahme ab. Im Augenblick habe ich etwas Besseres zu tun, Man. Das war Deputy Chief Jim Barbura vom NYPD. Kein weiterer Kommentar zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Abgesehen von seinen seltsamen Essgewohnheiten war Barbura ein guter Mann. In dieser Sache hat uns das Schicksal jedoch auf entgegengesetzte Seiten gestellt. Was meine Verhaftung betraf, hatte er sich jedoch ein wenig überschätzt. Ich hatte die Cops bereits ein paar Dächer zuvor abgeschüttelt. Fürs Erste. Ich werde den Hurensohn so voll Blei pumpen, dass sie den Sarg mit einem Gabelstapler ins Grab heben müssen. Ja, große Sprüche für kleine Männer. Ach, was? Ach, komm schon, ey. Diese hässliche Nate. Ach, also einfach weiterrennen. Was? Oh mein Gott. Das ist übel. What the fuck? So ein Bastard.
Kommt einfach schießen um die Ecke. So ein Wallhacker. Hat doch an, der Junge. Oh, schade, hier kommen wir nicht durch. Verspeichern. Oh, komm schon. Schmeißen die jetzt immer Nets her? Was soll der Scheiß? Wo ballerst du denn hin, Junge? Da unten ist die Deal. Ich will zu der Deal. Scheiße, Tiegel leer. Munition. Ich brauche Munition. Hast du noch was? Schrotflinte? Der hatte gar keine Schrotflinte. So, ich hab doch keinen Schrotflinte in der Hand. Ich verreck doch. Meine Güte, was wehrst du dich denn so? In der Sackgasse, in der Konditi die Puste ausging, kochte der Dampf durch die Kanalgitter, als würden unter uns sämtliche Feuer der Hölle entfacht. Es war Zeit für die Abrechnung. Wo ist Lopino? Leck mich! Ganz schlecht, Winnie. Brutale Polizei! Das ist mir gerade scheißegal. Du wirst mich doch nicht kaltblütig schlagen! Du glaubst wohl auch noch an den Weihnachtsmann. Hör gut zu, mein Bester. Ich halte für niemanden den Kopf hin. Ich will wissen, wo sich dein Boss versteckt. An der Sache war nichts Edles. Ich wollte diese Scheiße nicht. Der Ärger war zu mir gekommen, in großen, dunklen Schwärmen. Die Guten und Gerechten waren in dieser Stadt extrem rar. Ich machte mir keine Illusionen. Ich war keiner von ihnen. Ich war kein Held. Nur ich, meine Kanone und der Ganove. Mir blieb nur noch ein einziger Weg. Ich sag dir alles, tu mir nur nicht mehr weh. Lupino ist in Ragnarok, der Nachtclub. Verhaftet, ich bring mich jede verdammte Knast und tu mir nicht mehr weh. Deine Rechte werden dir bei deiner Beerdigung vorgelesen. Kapitel 8. Ragnarok. Ragnarok war Lupinos privater Nachtclub. Eine Drogenhöhle in einem ehemaligen Theater. Ich wusste, was mich drinnen erwartete. B-Junkies, jederzeit bereit, in sinnlose Gewalt auszubrechen. Und Lupinos Wachhunde, die schlimmsten Killer auf dieser Seite der Hölle. Ragnarok war ähnlich einladend wie ein Migräneanfall. Im Bauch des Nachtclubs befand sich ein grotesker Freizeitpark, angefangen bei ein paar Bondenspielchen, bis hin zu richtig ekelhaftem Zeug. Die sieht aus wie eine Kirsche. War ähnlich feinsinnig wie eine Bleikugel im Herzen eines Cops. Wie der Vater, so der Sohn. Ganz wie Jack Lupino. So. Munition und Waffen haben wir also behalten. Was Big Bad? Ben Wise. Paul. Ego. Ragnarok. Okay. Wir
guten Tag. Sie wollen in den Bondage-Bereich. Ja, da müssen Sie warten. Ich habe schon wieder den Namen der Nutte vergessen. Muss ich schnell nachgucken. Ganz Stück weit hinten. Echte Menge Zwischensequenzen, muss ich mal so feststellen. Ja. Candy Dawn. Ich werde es mal aufschreiben. Huch. Ja, schönen guten Tag. Sie wohnen in dem Bondage-Bereich. Ja, unsere liebe Candy, die ist schon dabei. Und hinten im Bestial-Bereich ist dann die liebe Misty mit einem Pikachu für sie. Ja. Hä? Ist die Tür zu? Ist sie jetzt zugemacht? Kommst du da? Hä? Hä? Müssen wir schon mal laden. Die Tür jetzt gemacht da oben? Ne, war schon die ganze Zeit so. Okay. Ja. Na gut. Hier hinter uns gibt was auf. Hi! Das Buch war niemals ein Bestseller. Das Zombie Demons. Okay. Umso mehr war ich überrascht, dass sich hier jemand die Zeit mit Lesen vertrieben hatte. Das Buch hatte den Titel Stürmisches und Nordisches Zeitalter. Der Klappentext erwähnte nordische Mythen und Ragnarok, das Ende der Wikinger mit einem schrecklichen Winter, der die Erde unter Eis begrub, als Verbrechen an der Tagesordnung und alle Menschlichkeit verloren war. Einem labilen Menschen könnte es so vorkommen, als hätten wir das Ende der Zeit erreicht. Außerdem begriff ich langsam, was mit dem Nachtclub und seinem Besitzer vor sich ging. So, haben wir hier Schönes. Diegel Money. Immer sehr gut. Und Painkiller. Oh ja. Yeah. Das ist Pain. Nein! Oh, drauf gestanden, ey. Hey! Nö, diesmal nicht. So, gibt's hier? Oh, ein bisschen Kong-Wodka. It makes you go ape. Die ganzen Damen hier. Hä? Wo denn? Ach komm, hat er uns echt. Na. Ach komm schon, nö. Ich da gar nicht ein. Ah, ey, zwar schon noch weiter weg als vorher. Bin ich halt einfach rein. So. Oh komm, triffst du auch was anderes außer dieses blöde Geländer, Junge? Meine Fresse, ey.